und danke fürs Einschalten meines Videos und fürs Anschauen meines Videos. An dieser Stelle würde ich euch bitten, mir ein kleines Abo dazulassen. Das könnt ihr unten über das kleine Logo machen oder eben auch einfach unter dem Video unten oder am Ende des Videos. Denn wie ihr vielleicht selber euch denken könnt, ist es für mich viel einfacher, Test- oder Leihwerkzeuge zu bekommen, je mehr Abonnenten ich habe und je größer meine Reichweite ist. Und da ich mir die Aufgabe gemacht habe und die Mühe mache, für euch Hersteller anzuschreiben und Hersteller zu kontaktieren, dass sie mir Test- und Leihwerkzeuge zur Verfügung stellen, damit ich die ausprobieren kann und euch eben ein Feedback dazu geben kann, wäre es super lieb, wenn ihr mir ein Abo dalasst und das würde mir extrem weiterhelfen. Danke an der Stelle, los geht's mit dem Video. Ja, servus und willkommen im heutigen Video, liebe Schrauber und Kulturbahnhausen. Wir fahren heute fort mit der Werkzeugkofferreihe, Universalwerkzeugkofferreihe. Das heißt, ich stelle seit eigentlich letzter Woche jede Woche einen schönen Universalwerkzeugkoffer vor. Universalwerkzeugkoffer definiert für mich einen Steckschlüsselsatz, bei dem noch einige andere Sachen dabei sind, wie zum Beispiel ein Zangensatz, ein Schraubendrehersatz, vielleicht ein Hammer, vielleicht die ein oder andere Zange und eben vielleicht noch einen Ringmaulschlüsselsatz, irgendwie sowas in der Richtung, dass man halt wirklich einen Werkzeugkoffer hat, der ein bisschen universeller einsetzbar ist, den man einfach schnappen kann und damit irgendwo hingehen kann und hat dann quasi eine ganze Menge Werkzeuggriff bereit. Heute habe ich für euch hier den Mannesmann-Werkzeugkoffer. Der Mannesmann-Universal-Werkzeugkoffer gefällt mir insofern schon mal sehr gut, weil der eine ganze Menge Inhalt hat und preis-leistungstechnisch echt sehr, sehr fair ist, da die Kosten für ihn nicht wirklich hoch sind. Starten wir direkt. Ich zeige euch mal, was so drin ist. Wir haben hier vier schöne Klappverschlüsse, also vier so Überwurf-Schnappverschlüsse. Und wir haben hier hinten wieder, wie bei dem Berlin Tools Koffer auch, ein Scharnier mit so einem Metallstift drin, was ein recht robustes Scharnier darstellt. Es gibt noch eine günstigere Alternative, das sind nur zwei Kunststoffzapfen, die ineinander greifen. Die werden auch gern benutzt, aber hier haben wir definitiv schon mal die bessere Variante. So, hier können wir direkt mal starten. Ja, wir haben hier eben den Mannesmann Universalwerkzeugkoffer bzw. Universalsteckschlüsselsatz, wie man es nennen möchte. Wir haben hier eine ganze Menge Werkzeuge drin. Wir können hier oben direkt mal starten. Wir haben hier oben eine ganze Reihe Schraubendreher drin, Schlitz als auch Kreuz. Und dazu hier oben noch einen kleinen schönen Stromprüfer. Hier haben wir verschiedenste Größen. Wir haben hier feine, kleine Uhrmacherschraubendreher. Na. Bis hin zu hier größeren Schlitzschraubendrehern und größeren Kreuzschraubendrehern, die mit einem schönen gummierten Griff daherkommen. Und eben hier sogar einen schönen Sechskant bieten, um einen Schlüssel anzusetzen, wenn man mehr Kraft ausüben muss. Dann haben wir hier ein schönes Sortiment an Bohrern, an Bits. Und hier sogar ein kleines Sortiment Schrauben und Dübel. Dann haben wir hier noch einen Satz Zangen, in dem Falle eine Multizange. Eine Wasserpumpenzange und eine Abisolierzange. Hier oben noch ein kleines Maßband und ein Cuttermesser plus Ersatzklingen. Das ist schon mal ein sehr schönes Zusatzsortiment. Und hier unten können wir dann quasi 1:1 in den Steckschlüsselsatzbereich wechseln. Wir haben hier dann erstmal einen schönen Steckschlüsselsatz in 1/2 Zoll. In der Größe von 10 bis 32, also quasi das gängige Steckschlüsselsortiment. Die Größen von 10 bis 22 sind quasi dabei in 1er-Schritten und ab dann steigert es sich in größerem Abstand. Wir haben hier dann 24, 27, 30 und 32 und das entspricht eben einem absoluten Standard. Dann haben wir hier unten noch einen 1/4 Zoll-Steckschlüsselsatz in den Größen von 4 bis 14 und in den unteren Größen von 4 bis 5,5 haben wir die Abstufung in 1/2, also 4, 4,5, 5, 5,5 und dann sind die Größen von 6 bis 14 in 1er-Schritten.
Dazu haben wir dann hier noch eine schöne Viertelzollknarre, eine schöne Halbzollknarre, dazu entsprechend eine Verlängerung mit Knebelfunktion, eine lange Verlängerung, dann noch eine kleine Verlängerung und ein Halbzoll, und ein Halbzollgelenk. Und was wir auch noch haben, ist dann hier eben genau das gleiche: Knebel, lange Verlängerung, eine kurze, ein Gelenk eben auch für die Viertelzollknarre. Hier auch schön noch ein kleiner Schraubendrehergriff mit Vierkantantrieb und hier hinten sogar eben auch einen Vierkantantrieb, sodass man diesen kleinen Schraubendreher entweder als Verlängerung nutzen kann oder aber den Schraubendrehergriff selber dazu benutzen kann, eben um Bits anzutreiben. Und somit ist da schon mal echt eine ganze Menge möglich. Dann haben wir hier einen schönen Satz an Einzelbits, die man hier in eine schönen Halbzoll-Bithalter einsetzen kann. Auch hier ein relativ breites Spektrum. Wir haben hier Schlitz, wir haben Kreuz, wir haben Torx, wir haben Inbus und wir haben sogar als kleine Besonderheit hier noch Vielzahn dabei. Das ist auch ein nice to have, gerade wenn man mal an VAG-Fahrzeugen arbeitet. Dann haben wir hier noch wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an Bits für die Viertelzoll-Knarre und hier eben auch den entsprechenden Viertelzoll-Bithalter. Tatsächlich haben wir hier auch eine ganze Menge Spezial-Bits, wo ich noch nicht mal genau weiß, wie man die bezeichnet. Letzten Endes haben wir hier verschiedene Bits, werden gerne benutzt bei Elektrogeräten, um die gegen unbefugtes Öffnen zu sichern. Eben hier so Sondergrößen, die so ein bisschen wie aussehen wie ein Stern mit drei Zapfen oder ja, wie so ein ausgehöhlter Schlitzbit. Die sind, wie gesagt, gerne bei Elektrogeräten, wo man nicht möchte, dass man die öffnen kann oder so. Das sind halt eben Sicherheitsschrauben. Und diese Sicherheitsschrauben kann man eben mit diesem Satz auch öffnen. Dann haben wir hier unten noch zwei Zündkerzennüsse. Einmal in 16 und einmal in 21. Und dann hier eben zu guter Letzt noch ein Hammer mit einem schönen gummierten Griff. Und wir haben hier noch einen Engländer. Oder Franzosen. Es gibt beide Bezeichnungen dafür. Ja, das war dann eben auch schon der kleine, aber feine Überblick über den Universalwerkzeugkoffer von Mannesmann. Und ich muss sagen, der gefällt mir auf den ersten Blick schon mal ganz gut. Was dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen ist, ich starte mal hier mit dem Bohrer. Der eine Bohrer ist ein bisschen kurz. Der ist nicht kurz, der ist tatsächlich leider abgebrochen. Ich habe ein paar Tests damit gemacht, beziehungsweise was heißt Test? Also Test schon in dem Sinne. Aber wir sind gerade dabei, beim Transit die Standheizung nachzurüsten. Diese umfasst eben die eigentliche Standheizung und einen Zusatztank unterm Fahrzeug, der quasi nur dafür da ist, die Standheizung zu versorgen. Und da sind eine ganze Menge Arbeiten notwendig. Und dafür ist eine der Arbeiten eben, ja, man braucht ein Loch im Unterboden, worauf die Standheizung fixiert wird. Und durch dieses Loch im Unterboden gehen dann eben die Auspuffrohre, die Ansaugrohre und die Spritleitungen durch. Und somit braucht man halt eben da so eine spezielle Form, die da eingesetzt wird. Und um das Loch durch den Fahrzeugboden zu bekommen, haben wir erst Löcher, mehrere nebeneinander, dass man quasi eine Art Langloch erzeugt, in den Boden gebohrt und haben dann mit der Säbelsäge entsprechend das Loch ausgeschnitten. Es hat auch ganz gut funktioniert. Allerdings muss man hier sagen, haben diverse Bohrer versagt, nicht jetzt nur speziell die von Mannesmann, sondern auch die von Makita und ähnlichen. Das liegt aber an einem ganz einfachen Problem. Und zwar haben wir einen Sandwichboden. Ich komme mal näher, dann seht ihr das.
Wir haben hier einen solchen Sandwichboden. Und dieser Sandwichboden, der besteht aus erstmal zwei Lagen PVC oder irgendeinem Kunststoff. Dann kommt ein Blech. Unter dem Blech kommt so ein Aluminium-Doppelprofil. Das sind zwei Aluminiumstreben, die in der Mitte nochmal so verstrebt sind mit einem Hohlraum dazwischen. Und darunter kommt nochmal hochfester Stahl vom Fahrzeug selbst. Das liegt daran, dass bei dem Transit hinten ein Schienensystem verbaut ist und dieser Zusatzboden eingeklebt wurde. Hier kann man auch schon noch diese Klebemasse sehen. Da wurde auf den hochfesten Stahlboden eben noch so ein Aluminiumboden drüber gezogen und darüber nochmal ein Blech und darüber nochmal Kunststoff. Und durch all diese Schichten musste man mit dem Bohrer durch. Das kann man hier bei dem Bohrer auch ganz gut noch nachvollziehen. Vielleicht könnt ihr es sehen, ist ein bisschen schwierig zu sehen. Man kann hier ganz gut sehen, dass hier ist der Bohrer noch schön goldfarben. Hier ist die ganze goldene Beschichtung weg. Hier ist er wieder goldfarben, hier ist die ganze Beschichtung weg. Hier oben ist die ganze Beschichtung wieder weg und dazwischen ist er wieder goldfarben. Dann kann man schön sehen, dass wenn der Bohrer hier durchgeht, dass der erst hier durchgeht, dann hier durchgeht und dann da durchgeht. Und dass teilweise dieser Bohrvorgang schon eine ganze Weile dauert. Und gerade auch dann, wenn man den Bohrer benutzt und ein bisschen in den Löchern hin und her geht, um da quasi ein Langloch draus zu machen, hat man halt echt eine große Belastung. Das Hauptproblem dabei liegt daran, dass man an drei Stellen den Bohrer quasi durch Material durchbohrt und somit nicht nur an der Bohrerspitze eine hohe Temperatur herrscht, sondern auch an mehreren anderen Stellen. Und wenn man so einen Bohrer ohne Kühlung durch so dickes Material an mehreren Stellen quasi in Kontakt mit Metall hat und an mehreren Stellen der Bohrer sich somit sehr stark erhitzt, weil es verschiedene Metallschichten sind, durch die man bohrt, und man den Bohrer in dem Sinne auch nicht wirklich kühlen kann, ist die logische Folge, dass der Bohrer überhitzt und das an drei Stellen gleichzeitig. Dementsprechend ist es kein Wunder, dass hier der eine Bohrer abgebrochen ist. Ist wie gesagt auch nicht, komm raus, ist wie gesagt eben auch nicht Mannesmann-spezifisch, denn der Mannesmann-Bohrer ist einfach nur der erste, den ich ausprobiert habe. Der ist dann, hat auch mehrere, ja, ich glaube 8, 9 Bohrlöcher gehalten und ist dann auseinandergeflogen. Das gleiche hatte ich danach mit einem Makita-Bohrer. Danach hatte ich einen Bosch Professional-Bohrer, der ist auch durchgegangen. Also es liegt da tatsächlich nicht am Bohrer, sondern einfach an den Umständen. Was man hätte machen können, das war jetzt auch in meinem Sinne nicht ganz die korrekte Werkzeughandhabung. Ich hätte auch einfach sagen können, ich sprühe ein bisschen WD-40 in das Bohrloch, um eben eine gewisse Kühlung zu gewährleisten. Aber ob das wirklich was gebracht hätte, steht in den Sternen. Denn wann bohrt man schon mal durch solche Sandwichplatten durch? Das macht man normalerweise relativ selten. Und insofern muss man auch sagen, da ich viele Bohrer zur Verfügung habe, viele verschiedene Hersteller, war es mir auch einfach egal. Und ich wollte auch einfach mal gucken, wie gut welcher Bohrer hält. Im Endeffekt halten sie alle gleich gut oder gleich schlecht. Ob jetzt der von Mannesmann oder der von Makita oder von Bosch Professional. Alle haben sie irgendwann den Geist aufgegeben. Insofern kann man sagen, für normale Anwendungen außerhalb des Industriebereiches oder des speziellen Industriebereiches sind diese Bohrer allemal ausreichend. Und da ist es auch egal, von welchem Hersteller eigentlich. In diesem Falle haben es die Mannesmann-Bohrer gut getan und ich denke, wenn man jetzt nicht solche Sonderanwendungen wie ich damit praktiziert, hat man mit den Bohrern eigentlich kein Problem. Durch mehrlagige Bleche und so weiter durchzugehen ist kein Thema und hat auch ansonsten immer gut funktioniert. Ja, wechseln wir direkt. Dann haben wir eben halt, wie ich schon sagte, die schönen Schraubendreher hier oben, das schöne Sortiment an Schraubendrehern. Alle mit einem gummierten Griff. Die liegen gut in der Hand. Die sind auch schön stabil. Und damit kann man schon echt gut arbeiten. Die Zangen haben alle eine schöne gummierte Griffe. Liegen echt gut in der Hand. Die Backen der Zangen liegen sauber aufeinander auf. Man hat kein Spiel dazwischen. Hier die Schneidefunktion, die Drahtabkneiffunktion, sage ich jetzt mal, funktioniert auch gut.
Die sind schön scharfkantig, sodass man echt auch stabilere Sachen da ohne Probleme durchkriegt mit. Die Wasserpumpenzange ist super verstellbar. Da hakt nichts. Auch hier die Profile der Zange liegen sauber aufeinander auf. Schön verstellbar, wie gesagt. Und man hat eben gummierte Griffe. Die Zange liegt gut in der Hand. Damit lässt sich also ebenfalls gut arbeiten. Ja, wie ihr hier sehen könnt, war mir die Zangen von Mannesmann echt schon eine große Hilfe. Hiermit konnte ich zum Beispiel die Halter für den Tank von dem Zusatztank von der Standheizung biegen. Und da die an zwei speziellen Stellen eben so einen Knick haben mussten, damit man die vernünftig befestigen kann, habe ich eben dafür quasi die Zangen gut gebrauchen können. Und auch hier sieht man, wenn man die einmal sauber ansetzt, gibt es gar kein Problem. Die Zangen verrutschen nicht. Die Zangen machen gut ihren Job. Und genauso sieht das mit dem Hammer aus. Der Hammer tut, was er soll. Die Abisolierzange tut ihren Job. Ja, wie ihr hier sehen könnt, ist das Abisolieren auch kein Problem. Man muss sich nur einmal entscheiden, welche Kabelgröße man hat. Hier unten steht es schön drauf. Hier steht sowieso generell sehr schön drauf beschrieben, was für was ist. Aber wie ihr sehen könnt, hier Abisolieren gar kein Problem. Und wenn man dann hier, wie in diesem Falle, so einen schönen Kabelschuh da dran machen will, ich brauche diese Kabel für die Tankuhr meines Reservetanks, dann suche ich mir die entsprechende Schuhgröße aus und dann mache ich einfach den hier. Und schon ist die Sache bombenfest. Fertig ist die Laube. Wie auch immer. Ja, Cuttermesser, selbsterklärend, ist eine Rasierklinge drin, die man rausschieben kann. Die kann man auch in einzelnen Schritten abbrechen. Tut, was es soll. Alles wunderbar. Persönlich gefallen mir die Knarren von Mannesmann ganz gut. Tatsächlich, wenn man sie sich anguckt, haben sie auf den ersten Blick sehr, sehr viel gemein mit den Knarren von KS-Tools, zumindest rein optisch. Die Kopfform, der Umstellmechanismus und so weiter sehen halt sehr ähnlich aus. Da würde mich nicht wundern, wenn die Knarren aus dem gleichen Werk in Taiwan oder ähnlichen Produktionsstätten kommen. Aber das muss nichts Negatives sein, denn gerade die KS-Tools-Knarren halten echt was aus. Und die hier sind eben auch nicht weniger robust. Die Umschaltung hier ist sauber rastend. Wir haben oben einen Quick-Release-Button. Die Knarren liegen gut in der Hand. Die Griffe drehen sich nicht mit. Insofern, soweit erstmal alle Kriterien erfüllt. Im praktischen Einsatz hat sich gezeigt, die Knarren erfüllen ihren Zweck, sind robust und tun eben auch genau das, was sie sollen. Ja, ansonsten haben wir hier wirklich ein sehr schön umfassendes Sortiment, eben auch an Bits und an ja, Stecksel-Aufsätzen, eben an Nüssen und Ähnlichem. Und ich finde, das Ganze macht die Sache halt wirklich zu einem umfassenden Satz für unterwegs. Man hat halt quasi die gängigen Materialien alle dabei und hat immer das nötige am Mann. Und kann halt quasi sich so einen Koffer einfach mal eben schnell packen und irgendwo, ich sag mal, ob bei einem Umzug helfen, um irgendwelche Möbel zu demontieren oder um am Auto eine Inspektion zu machen oder ähnliches. Also man hat hier in dem Satz wirklich alles griffbereit, was man so braucht. Und das gefällt mir in dem Sinne schon mal ganz gut.
Ja, an dieser Stelle gibt es von mir für den Mannesmann-Koffer schon mal einen Daumen hoch. Denn ich finde, das Sortiment ist recht gelungen. Ich habe natürlich wie immer kein Lob ohne Kritik. Ich finde tatsächlich ein bisschen schade, dass hier keine Ring-Maulschlüssel-Kombinationen drin sind. Weil so ein Satz Ring-Maulschlüssel wäre schon echt noch schön gewesen. Tatsächlich, wir haben natürlich hier diesen Engländer oder manch einer sagt auch Franzosen dazu, der in verschiedenen Größen einstellbar ist. In dem Falle von 0 bis 25. Der ersetzt zwar eine ganze Menge Ring-Maulschlüssel in dem Sinne, aber ich persönlich arbeite dann doch lieber mit Ring-Maulschlüssel als mit einem Engländer. Das heißt, ich hätte mir gewünscht, hier wäre irgendwie, ich sage jetzt mal zum Beispiel, statt diesem Schrauben- und Dübelsortiment hätte man hier sich vielleicht sparen können und da eben noch ein bisschen die Anordnung ändern können, sodass man hier irgendwo so Platz gehabt hätte für ein paar Ring-Maulschlüssel. Sei es nur in den Größen von 10 bis 19 mm, das hätte ja ausgereicht. Denn ich denke, es ist irgendwie, ja, hier so ein Dübel-Schraubensortiment ist zwar nice to have, aber regelmäßig braucht man das nicht unbedingt. Und tatsächlich, was ist denn jetzt, wenn dieses kleine Kästchen einmal leer ist? Dann muss man das Handy neu auffüllen und dann neue Sachen reinmachen. Aber ansonsten hat das halt jetzt nicht wirklich den großen Nutzen. Weil wenn man jetzt eh länger unterwegs ist oder eine größere Arbeit vollrichtet, dann hat man darin eh nicht genug Schrauben als Sortiment, um damit viel reißen zu können. Und da ist dann eher quasi das hier, so finde ich, ein bisschen Platzvergeudung in dem Sinne. Und man hätte da dann wirklich so einen Ring-Maulschlüsselsatz irgendwo noch unterbringen können. Ansonsten finde ich es recht praktisch, gerade auch, dass hier nochmal so ein Satz Bohrer drin ist, ist manchmal recht hilfreich. Dann braucht man eigentlich nur, wenn man unterwegs ist, irgendwo mobil arbeitet, sich eigentlich nur diesen Koffer zu schnappen und eben einen Akkuschrauber oder ähnliches und hat dann quasi schon alles griffbereit, was man braucht. Insofern gefällt mir das Ganze ganz gut, aber wie gesagt, mit den kleinen Bemängelungen, die ich eben genannt habe. Ansonsten passt das Ganze. Ich sehe den Mannesmann-Koffer eher im Heimanwenderbereich. Wir haben da echt eine schöne Abdeckung und das ist halt echt gut für Leute, die zu Hause schrauben, entweder an Fahrzeugen oder die viel zu Hause selber machen im Heimwerkerbereich. Da sind die, ist dieser Werkzeugkoffer perfekt aufgehoben und da kann man diesen Werkzeugkoffer echt schön, sag mal, in eine Abstellkammer oder in den Keller stellen und hat immer einen Werkzeugsatzgriff bereit, mit dem man eine ganze Menge selber machen kann. Ja, das ist an dieser Stelle auch schon von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es an den nächsten Werkzeugkoffer geht. Und an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, schaltet dann wieder ein. Wir sehen uns. Bis dann. Hey Leute, hier oben könnt ihr meinen Channel abonnieren oder unten über das kleine Logo. Und hier mittig könnt ihr meinen letzten Upload sehen, beziehungsweise meinen neuesten Upload. Und könnt euch noch weitere Videos von mir anschauen.